Hallöchen zusammen. Ich bin gerade auf dem Weg zu Deloitte am Standort Düsseldorf und schaue mich da mit euch zusammen mal ein bisschen um. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Deloitte eines der weltweit größten Prüfungs- und Beratungsunternehmen, die ihren Kunden dabei helfen, zukunftsfähig zu bleiben. Und dabei geht es gar nicht nur um Steuern, sondern auch um Digitalisierung, Nachhaltigkeit und vieles mehr. Hallo, hier ist der Ben von StepStone. Als allererstes treffe ich jetzt den Tobias. Und Tobias wird mir das Innovation Lab zeigen. Und wie der Name schon sagt, geht es natürlich um Innovation, aber auch um Nachhaltigkeit. Hi, Tobias. Hi, Ben. Woran arbeitest du gerade? Wir arbeiten an innovativen Lösungen aus dem Public-Sektor. Viel im Bereich Smart and Sustainable Cities. Das 3D-Modell hier hilft uns zum Beispiel, verschiedene Anwendungsfälle zu visualisieren. Zum Beispiel Verkehrsflusssteuerung oder Extremwetterereignisse. Und was könnt ihr dann damit machen? Die Ergebnisse helfen uns, fundierte Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel mit Bezug zu CO2-Dekarbonisierung oder nachhaltiger Stadtentwicklung. Danke dir. Hi. Hallo ihr beiden. Hi. Was macht ihr denn Schönes? Sarah und ich entwickeln gerade für einen Kunden eine Nachhaltigkeitsstrategie und wir haben gerade eine kleine Brainstorming-Session dazu. Genau, wir arbeiten immer an mehreren Projekten parallel. Ich arbeite gerade mit Lea zusammen, aber auch noch mit anderen Kollegen zu Dekarbonisierung und ESG-Ratings. Dann euch noch viel Erfolg. Danke. Ciao. Ich gehe jetzt zum Ladies Lunch und was genau das ist, erklärt mir jetzt die Diana. Hey Diana. Hi Ben. Ladies Lunch. Erzähl mal, was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, Ladies Lunch ist ein Women's Network. Es ist ein Online-Chat, damit sich alle Mitarbeiterinnen aus ganz Deutschland einwählen können. Und es soll uns einfach eine lockere Atmosphäre bieten, wo wir uns austauschen können, kennenlernen können. Und habt ihr da bestimmte Themen oder? Ja, ganz unterschiedliche Themen, die uns als Frauen auch bewegen. Es gibt unter anderem auch Impulsvorträge. Heute geht es um Gender Balance Teams. Wenn du Lust hast, komm doch mit. Sehr gerne. Hallo zusammen. Ja, euch jetzt erstmal viel Spaß und natürlich guten Appetit. Ciao, Diana. Also das ist echt ein cooles Büro hier, muss man sagen. Und guck mal, selbst die Pflanzen sind hier echt. So, jetzt habe ich mittlerweile auch Hunger und schaue mich mal um, wo ich etwas zu essen herbekomme. So, auf geht's zu meinem nächsten Stop, Learning and Development. Hi, störe ich? Nee, gar nicht, komm ruhig rein. Darf ich fragen, woran ihr gerade arbeitet? Wir brainstormen gerade, wir überlegen so ein bisschen, wie wir unser Training Growing into Leadership weiterentwickeln können. Genau, wir wollen die Module immer weiterentwickeln und auch das Feedback der Teilnehmenden einfließen lassen. Ja, vielen Dank für den Einblick und euch noch viel Erfolg. Danke. Ciao. 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 So, ich treffe mich jetzt mit Michaela, die seit über 15 Jahren hier bei Deloitte arbeitet. Bin ich super gespannt. Hi, Michaela. Hey Ben, grüß dich. Du, sag mal, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre hier bei Deloitte. Was gefällt dir so gut? Ja, als Direktorin habe ich eine sehr spannende Führungsaufgabe. Ich leite ein Team von 35 Personen. Zusätzlich habe ich mir ein tolles Netzwerk aufgebaut über die Jahre. Das heißt, ich weiß immer, wen ich fragen kann, wenn ich Hilfe brauche. Wie muss ich mir so einen klassischen Arbeitsalltag von dir vorstellen? Das Gute ist, den gibt es gar nicht. Das heißt, aufgrund unserer flexiblen Arbeitsmodelle kann ich tatsächlich sehr gut vom Kunden aus arbeiten, das Team im Büro treffen oder mal ganz entspannt von zu Hause arbeiten. Super, vielen Dank. Freut mich, dass du so zufrieden bist. Tja, mich auch. Nach all den Jahren. Alles klar. Ciao, servus. Was für ein toller Tag heute hier bei Deloitte in Düsseldorf. Ich habe echt viel über das Thema Nachhaltigkeit erfahren dürfen. Dabei super sympathische Mitarbeitende kennengelernt. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao, Ben raus.